Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Ja, ich darf unsere Erstkommunionkinder ganz herzlich begrüßen heute an eurem großen Tag. Jetzt haben wir uns lange vorbereitet. Ich begrüße Sie, liebe Eltern, ganz herzlich, die Geschwister, die da sind, natürlich alle Verwandten und Freunde, die jetzt mit uns verbunden sind über das Livestream. Gott sei Dank gibt es diese Möglichkeit, dass wir so auch in einer großen Gemeinschaft feiern können. Und so wollen wir am Beginn der Heiligen Messe jetzt Gottes Erbarmen erbitten. Und ich glaube, vorher werden wir noch die Kerzen auslöschen, oder? Ja, gut. Ja, wir dürfen wissen, dass Jesus bei uns ist. Und am Anfang der Erstkommunionmesse wollen wir noch einmal bitten, dass er euer Herz, unser aller Herz bereit macht. Der Lukas hat so schön gesagt, vorher, wir haben gebetet, gesagt, Jesus möchte heute in euer Herz kommen. Er sagt, in deinem ist er schon zu mir. Habe ich gesagt, ja, das stimmt, weil ich habe vorher schon die Messe gefeiert. Einige haben ja schon zugeschaut, habe ich gehört. Gut, dann dürfen die Kinder, die jetzt die Gedanken vorlesen, zum Thomas kommen. Gemeinsam spielen, miteinander lachen, spüren das und man. So empfinden wir den Tag als etwas Gutes. Doch an manchen Tagen streiten und beleidigen wir einander. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Um reifer zu werden, brauchen wir das Gespräch mit Eltern und Freunden. Manchmal jedoch wollen wir alles alleine machen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Deine Gemeinschaft, guter Gott, lässt uns viel Schönes erleben und erfahren. Nicht immer gelingt es uns, deine Freundschaft zu pflegen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige und gütige Gott erbarmt sich jetzt uns. Er verzeiht uns, was wir falsch gemacht haben und führt uns zum ewigen Leben. Amen. Und so dürfen wir jetzt miteinander das Gloria singen. Bravo, bravissimo, ire sei tu. Bravo, bravissimo, ire sei Dio. Bravo, bravissimo, ire sei tu. Gott, du bist toll, du bist so wundervoll. Sonne und Sterne.
Gott, du bist unser Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus geschenkt hast, seinen Leib und sein Blut, mit dem er immer bei uns ist. Schenk uns in dieser heiligen Messe Anteil an der Erlösung und lass uns jeden Tag neu erfahren, dass wir mit dir verbunden und gerettet sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Bitte schön, jetzt könnt ihr alle Platz nehmen. Ich darf vielleicht noch sagen für alle im Livestream, dass wir die Kinder keine Masken tragen, weil sie frisch getestet wurden. Und als Lesung werden wir jetzt eine ganz schöne bildliche Geschichte hören. Die Geschichte wollen wir nicht nur erzählen, sondern die Kinder werden es auch darstellen. In unserer Erzählung geht es um einen kleinen Garten. Über den Winter hindurch ist dieser Garten ganz brach gelegen. Es hat sich nichts getan, es hat alles geruht. Doch kaum im Frühjahr, wenn die ersten Grashalme herauskommen, heißt es doch für den Besitzer, in dem Fall die Besitzerin für den Garten, etwas zu tun, damit es im Sommer ganz schön ist. Und sie muss einmal Samen sehen, dass das Gras wieder dort, wo es ein bisschen vom Schnee zerdrückt ist, wieder ganz gut wachsen kann. Dann setzt sie natürlich auch Blumenzwiebeln ein, weil sie möchte ja einen bunten Garten haben. Und dann heißt es Geduld haben. Es braucht ein bisschen die Sonne. Und wenn es halt vom Regen, so wie wir es heute halt gerade erleben, es ist gut, wenn es regnet, aber manchmal ist es doch eine Zeit lang zu trocken. Und damit das Blumenbeet auch wirklich zum Sprießen anfangen kann, muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen und man muss ein bisschen gießen. Und dann heißt es wieder Geduld haben. Die Blumenzwiebeln spüren in sich, da tut sich etwas. Die Blumenzwiebeln, die sprießen heraus und die Stängel kommen heraus. Sie kommen einmal über die Wiese. Und wenn genug Wasser da ist und genug Sonnenlicht da ist, genug Wärme da ist, dann setzen sie die Knospen an und dann geschieht das großartige, wunderschöne Ereignis, dass die Blumen anfangen zu blühen und aufzugehen. Und so können wir uns wunderbar an diesem Garten erfreuen, jeden Tag, wenn wir die bunten Blumen. Thank you.
dir, o Herr. Jesus schickte zwei seiner Jünger in die Stadt, damit sie einen großen Raum bereit machen sollten. Und sie machen sich auf den Weg. Und als sie den Besitzer getroffen haben, war schon alles vorbereitet. Und Jesus ging mit den Aposteln dort hinein. Und während des Mahles nahm er das Brot. Er dankte Gott. Dann hat er das Brot gebrochen, es den Jüngern gegeben und gesagt: Nehmt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein, er dankte Gott noch einmal, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Dann gingen sie zum Ölberg hinaus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Bitte schön, du willst dich nochmal setzen. Ja, bei der schönen Bildgeschichte, die wir als Lesung gehört haben, wo ihr alle so toll mitgemacht habt, das ist wirklich ein ganz schönes Symbol. Thomas hat das gut ausgesucht mit diesen Tüchern, die sich wirklich entfalten wie eine Blüte. Das möchte uns natürlich etwas erzählen über das, was euch heute geschenkt wird. Wir haben ja gehört, die Zwiebeln, die schlummern in der Seele. Und die Zwiebel, die können wir jetzt mit was vergleichen. Was haben wir denn alle in uns oder eigentlich in uns ist ein bisschen falsch. Was haben wir in uns, damit wir überhaupt leben? Wie nennt man das? Wer weiß das? Du weißt das? Das Herz. Das Herz, ja, das stimmt. Aber es gibt ein zweites Wort, das das eigentlich auch zum Ausdruck bringt. Das fängt mit S an. Segen, sagt der Valentin, haben wir auch in uns. Ohne Segen wären wir gar nicht, ja. Aber das habt ihr sicher schon gehört, du weißt das. Die Seele, ganz genau. Die Seele, die schenkt uns das Leben. Deswegen haben wir eigentlich Leben und sind wir da. Und man könnte die Seele vergleichen mit so einer Zwiebel. Ja? Da steckt ganz viel drinnen. Aber wenn man diese Blumenzwiebel irgendwo im Gartenhaus liegen lässt, dann steckt das zwar drinnen, aber es kommt nicht raus. Genau, Valentin, es kommt nicht raus. Genauso ist es mit unserer Seele. Die haben wir, hat uns Gott geschenkt, aber es braucht eben diese Rahmenbedingungen, dass die Zwiebel sich entfalten kann. Bei der Zwiebel ist es so, die muss man zuerst einmal wohin geben? Wer hilft mir? Du weißt das. In die Erde, das ist das Erste. Dann, das habt ihr heute gut vorgemacht, braucht die Zwiebel was? Die Sonne, Licht und Wärme, und der Lukas sagt Wasser. Und was noch? Sehr viel Geduld und Liebe, ja, das stimmt auch, das braucht sie auch, weil man muss warten können als Gärtner und nicht sagen, ah, Zwiebel, kommst du endlich, und wenn sie dann rauskommt, kann man nicht anziehen beim Trieb, weil dann macht man sie kaputt. Man muss warten, bis sie wächst, ja. Und das können wir wieder ein bisschen umlegen auf unsere Seele, damit sich das entfalten kann. Schenkt uns Gott etwas ganz Schönes. Er schenkt uns was? Was schenkt er uns denn immer, der liebe Gott, für die Seele? Oder besser gefragt, was schenkt er? Ja, du weißt das. Die Liebe, ganz genau. Und wir haben ja, das ist eigentlich das, was alles wachsen lässt, die Seele sich entfalten lässt. Und wir haben bei irgendeiner Erstkommunion-Vorbereitungsmesse auch die schöne Geschichte gehabt mit dem Brot und der und dem armen, kleinen, jungen Mann, haben wir die mit euch gemacht? Ich glaube schon, ja. Mit dem Brot und der Prinzessin und dem Reichtum. Und was habe ich euch da gesagt? Warum hat dieses Brot so viel bewirkt? Genau, weil die Liebe in dem Brot drinnen war. Weil ganz, ganz viel Liebe in dem Brot drinnen war. Das war das Wunder. Und das schenkt euch Jesus heute auch, ja. Wenn ihr den
die heilige Kommunion empfangen dürft, dieses kleine unscheinbare Brötchen, das denkt man sich, was ist das schon, machen wir so viel Vorbereitung und heute so ein großes Fest und so viele Sachen, wegen diesem kleinen Stückchen Brot, das machen wir deswegen, weil die ganze Liebe von Jesus drinnen ist. Und die möchte helfen, dass eure Seele sich so entfalten kann im ganzen Leben, wie die Blüten im Frühling durch den Wasser, das Wasser, die Sonne und alle möglichen anderen Dinge. Das ist das große Geschenk, das euch Gott heute macht. Wir wissen aber auch, und das möchte ich euch auch noch mitgeben, es ist ja heute die Erstkommunion, das heißt, ist das heute das einzige Mal, wo ihr den Leib von Jesus empfangen dürft? Sondern, das kann man immer machen, jeden Sonntag. Ja? So wie die Pflanzen, die brauchen auch nicht nur einmal ein bisschen Sonne und einmal ein bisschen Wasser, sondern die brauchen das regelmäßig. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, da möchte ich euch herzlich einladen, dass dieses Heilmittel für die Seele, die heilige Kommunion, die Liebe von Jesus, dass ihr die oft empfängt, damit sich die Seele wirklich so entfalten kann und so schöne Blüten werden in eurem Leben, wie wir heute gesehen haben. Gut, dann wollen wir jetzt unser Taufversprechen erneuern. Da müssen wir die Kerzen. Habe ich noch eine Frage an euch, warum entzünde ich die jetzt an dieser dicken, großen Kerze da oben, wie heißt denn die? Du weißt das. Die Osterkerze, die erinnert uns an was? An Ostern. Und was ist zu Ostern passiert? Valentin? Genau, dass Jesus auferstanden ist, das ist das größte und schönste Geschenk, das er uns gemacht hat. Ja, Gott hat euch von Anfang an geliebt, jeden Einzelnen, und er möchte, dass dein Leben gelingt und dass du glücklich bist. Und so frage ich dich jetzt, willst du allem Bösen, das uns im Leben oft so unglücklich macht, widerstehen? Glaubst du an Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der alles in seinen Händen hält und jeden Einzelnen von uns liebt? Glaubst du an Jesus, den Sohn Gottes, der als Freund der Menschen gelebt hat, der auferstanden ist und immer uns und uns immer nahe sein will? Glaubst du an den Heiligen Geist, der in uns wirkt, der uns zum Guten anleitet und zum ewigen Leben führt?
Gott, der jeden von euch beim Namen gerufen hat, erlasse in euch sein Licht leuchten, so wie er es jetzt in den Händen trägt. Und alle Menschen mögen euren Glauben erkennen, damit sie Gott loben in Ewigkeit. Amen. Ja, ich möchte euch jetzt, das haben wir jetzt nicht geprobt, Thomas, aber ich mache es jetzt spontan. Wir haben da ein Wasser von Ostern in dieser silbernen Schüssel drinnen. Da kriegt jetzt jeder ein Kreuzchen von mir, damit ihr wisst, ihr seid getauft. Ja, wir glauben ja daran, dass Jesus bei uns ist, dass er uns immer begleitet und dass wir ihm jetzt auch unsere Bitten, Fürbitten und Anliegen sagen dürfen. Alle Kinder, die eine Fürbitte sprechen, kommt bitte da vor das Tuch hin. Ja? Guter Gott, nimm unsere verstorbenen Verwandten in dein Reich auf und rechne ihnen das Gute an, das sie an uns getan haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir dürfen dich heute empfangen zum ersten Mal. Lass uns diesen Tag nie vergessen und immer daran denken, du bist uns immer nahe. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten für alle Menschen in Not, dass sie durch den Glauben Hoffnung bekommen und ihnen Menschen helfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir wollen für unsere Eltern, Geschwister und Verwandte beten. Lass uns in Liebe miteinander verbunden bleiben. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du hast mit den Menschen Brot geteilt. Hilf den Menschen, die nicht genug zum Essen haben, dass sie jemanden treffen, der mit ihnen teilt. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir beten für die Eltern, Taufpatinnen und Taufpaten der Erstkommunionskinder. Lass sie die Kinder weiterhin liebevoll begleiten und ein gutes Vorbild sein. Wir
Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus, du kennst alles, was wir jetzt auf dem Herzen haben, was wir dir bringen wollen. Wir danken dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir haben jetzt Brot und Wein zu deinem Altar gebracht. Wir bitten dich, mach sie zum Sakrament, das deine ganze Liebe in sich trägt und uns schenkt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So, jetzt brauche ich die zwei Ministranten, die als erstes geklingelt haben. Wer war das? Der Paul? Ja, kommt ja mal. Könntest da mal stehen bleiben. Wir stehen bitte alle auf. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebt die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Gott, denn du hast uns erschaffen, damit wir für dich leben und füreinander da sind. Wir können miteinander sprechen, zusammenarbeiten und feiern. Darüber freuen wir uns, dafür danken wir dir, Vater, zusammen mit allen, die an dich glauben, zusammen mit den Heiligen und den Engeln preisen wir dich und rufen. Heilig, heilig bist du, O Herr und Gott, wie
die anderen zwei, die nächsten zwei Kinder, die geläutet haben. Wer waren die? Ihr zwei dürft euch wieder setzen. So, könnt ihr mal hier stehen bleiben, ja? Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist gut zu allen. Wir danken dir, besonders danken wir dir für Jesus. Er ist zu uns gekommen, weil die Menschen sich von dir getrennt haben und sich nicht verstehen. Er hat uns Augen und Ohren geöffnet, damit wir wissen, dass du unser Vater bist und dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Er hat uns jetzt zusammengeführt zu seinem Altar, damit wir tun, was er getan hat. Deshalb haben wir Brot und Wein bereitet und wir bitten dich, Vater. So, jetzt kommt gleich der wichtigste Moment der Heiligen Messe. Wie heißt der noch einmal? Wer weiß das? Die Verwandlung, genau, Valentin. Ja, also jetzt passiert das, damit ihr dann zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen dürft. Und immer wenn die Glocken klingeln, dann erinnern uns die an wen? An die Engel, die jetzt auch da sind und mit uns beten, genau. So bitten wir dich, Vater, heilige diese Gaben, damit sie zum Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus werden. Jesus war am Abend vor seinem Tod mit seinen Aposteln zusammen, um das Ostermahl mit ihnen zu halten. Da nahm er das Brot und dankte dir, Vater. Er teilte das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein. Und er dankte dir noch einmal, er gab den Kelch seinen Jüngern und sagte: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dann sagte er: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was jetzt geschehen ist, das ist ein großes Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Es können sich jetzt alle setzen. Darum sind wir hier versammelt, Vater, und denken voll Freude an alles, was Jesus für uns getan hat und auch jetzt für uns tut. In diesem Opfer, das er uns anvertraut hat, feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung. Du hast sein Opfer angenommen, nimm auch an, was wir dir bringen. Jesus hat sein Leben hingegeben, er ist auferstanden von den Toten, er lebt jetzt mitten unter uns. Am Ende wird er kommen in Herrlichkeit, dann wird es keine Not mehr geben und niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein. Vater, du hast uns jetzt zusammengerufen, im Heiligen Geist versammelt, empfangen wir den Leib und das Blut Christi. Gib uns die Kraft, so zu leben, dass du Freude an uns hast. Gib uns die Kraft, einander besser zu verstehen und andere Menschen froh zu machen. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph, bitten wir dich, lass uns einst mit allen, die an dich glauben, für immer bei dir zu Hause sein. Lass uns mit Maria, dem heiligen Josef und allen Heiligen dein Lob singen ohne Ende durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ja, das
Vater unser, das Gebet des Herrn, wollen wir jetzt gemeinsam singen. Dazu darf ich wieder alle einladen, aufzustehen. Vater unser, so erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn du, Herr Jesus, hast uns deinen Frieden versprochen. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, schau auf den Glauben und die Hoffnung in unseren Herzen, und gib deiner Kirche nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede, der von Jesus kommt, der sei alle Zeit mit euch. Mit deinem Geiste. Friede sei mit euch. Ja, jetzt singen wir noch ein Friedenslied. Da müsst ihr, glaube ich, noch ein bisschen stehen bleiben. Also die Eltern können sich niedersetzen, aber die Kinder, gell? Seht, in diesem Brot ist Jesus und seine ganze Liebe, das alles Böse der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus hat uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Jesus, du bist nun ganz bei mir. Danken will ich dir dafür. Danke für deine Gemeinschaft in Brot und Wein. Dein Freund will ich für immer sein. Danken wollen wir dir heute für Mama, Papa, Geschwister und alle Leute, die gefeiert mit uns im hier im Saal über Video reich an Zahl. Begleite du sie auf allen Wegen mit deiner Liebe und deinen Segen. Beten. Gott, unser Vater, du hast uns jetzt in Jesus beschenkt. Du hast unseren Erstkommunionkindern das erste Mal den Leib des Herrn gegeben. Mach uns heilig, damit wir verbunden sind mit dir und in der Gemeinschaft der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. So, jetzt brauche ich nochmal zwei, die mir helfen. Das haben wir gestern nicht geprobt. Du bist gleich da, noch jemand. Wer hilft mir noch? Ja, der Paul, kommt hier kurz her. So. Gehen wir da vor den Altar, dass uns alle gut sehen. Ja. Es gibt ja noch ein Geschenk für die Erstkommunionkinder, ein Kreuz, das euch an den heutigen Tag erinnert. Da sind ganz viele Sachen drauf, das könnt ihr mal genau anschauen, wer da aller drauf ist und so weiter. Das ist ein Kreuz des heiligen Franziskus. Und wir bitten dich jetzt, Herr, dass du diese Kreuze segnest, die unsere Erstkommunionkinder an diesen Tag erinnern. Und danke, dass deine Liebe jetzt in ihnen ist. Wir preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kommt eigentlich auch eine sehr schöne Geste. Jetzt dürfen wir Sie, liebe Eltern, einladen und bitten, dass Sie Ihre Kinder segnen. Also die Kinder lade ich ein, dass ihr jeweils zu euren Eltern hingeht und sie. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Das war jetzt sehr berührend, auch dass die Kinder die Eltern gesegnet haben, so spontan, wirklich sehr schön. Ich lade euch ein, liebe Eltern, macht das oft, die Kinder segnen, ist ganz wichtig. Segnen heißt ja Benedizerin, etwas Gutes sagen, wünschen von Gott her, das kann man immer wieder machen. Ich bin immer noch berührt, wenn meine 92-jährige Mutter mir, wenn ich wegfahre von zu Hause, ein Kreuz auf die Stirn zeichnet. Also das ist wirklich so eine Geste, die ganz viel ausdrückt, was ihr auch für eure Kinder von Gott erbitten dürft. Ja, ich danke euch für die Mitfeier der Erstkommunionmesse. Ich wünsche euch, den Erstkommunionkindern, ganz viel Gnade und Segen. Ich wünsche euch das, was auf dem Gewand da drauf steht. Was steht da drauf? Genau. Also das, was der Lukas vorher gesagt hat vor der Messe, Jesus ist schon in dir. Das gilt jetzt für jeden von euch. Ich möchte euch auch ganz herzlich einladen zu zwei Dingen. Erstens, wer gerne Ministrant werden will, nachdem ihr das schon so toll gemacht habt jetzt, wer das will, ist natürlich herzlich eingeladen. Das wisst ihr bei der Messe, die dem Priester immer helfen, dass er die Messe gut feiern kann, könnt ihr gerne einmal kommen, mir das sagen. Und nächsten Sonntag feiern wir ein ganz großes Fest hier in Wolfsgraben, das Herz-Jesu-Fest. Und da ist eine Messe, wenn das Wetter schön ist, hoffentlich dann draußen im Garten.
Da lade ich euch auch ganz herzlich ein. Der Thomas wird euch, glaube ich, noch schreiben. Da können auch alle, die wollen, dann noch einmal das Erstkommuniongewand anziehen. Habe ich noch was vergessen? Wir machen dann noch ein Foto gemeinsam mit euch. Ja, danke unseren Musikerinnen auch für die musikalische Begleitung. Danke schön. Und dann darf ich jetzt für euch alle noch den Segen Gottes erbitten. Lieber Thomas, dir habe ich vergessen zu danken. Das ist natürlich ganz schlimm. Vielmals vergelt's Gott, weil du hast ganz viel Liebe, Mühe, Engagement in die Vorbereitung hineingelegt und wirklich ein ganz großes Dankeschön für deinen Einsatz. Das hat mir Gott sei Dank jetzt der Heilige Geist noch eingesagt vor dem Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so segne, begleite und beschütze euch alle der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.